Wir sind hier im Kibbutz Na'an und hier steht mittendrin dieser alte gepanzerte Wagen, der daran erinnert, wie das wohl gewesen sein muss, als man hier das Kibbutz aufbaute in den frühen Jahren und sich irgendwie versuchte, gegen arabische Angriffe zu verteidigen. Doch das ist nicht die Geschichte, die ich Ihnen heute erzählen möchte. Denn es gibt hier in diesem Kibbutz etwas ganz Besonderes. Ein Altersheim, in dem die Menschen behandelt werden mit Marihuana, mit Cannabis. Es ist das erste Altersheim, wo Cannabis als Medizin eingesetzt wird. Und es gibt ganz erstaunliche Ergebnisse und Erfolge, die mittlerweile auch wissenschaftlich nachgewiesen sind. Und diese Geschichte möchte ich Ihnen heute hier erzählen. Jeden Morgen verteilen die Schwestern die Dosen. Cannabis zum Rauchen, zum Inhalieren oder als Tablette. In dieser Form bringt Schwester Imbal, der 85-jährigen Rivka, ihre Morgenration. Rivka litt unter massiver Arthritis. Sie konnte nicht mehr gehen oder stehen. Eines Nachts wollte sie aufstehen und brach vor Schmerz zusammen. Wie lange haben Sie Schmerzen gehabt? Ich litt über ein Jahr unter den Schmerzen. Es war so schlimm, dass ich nur noch das Ende herbeisehnte. Schluss! Ich wollte nicht mehr leben. Genug! Und wann begannen Sie mit Cannabis? Ich begann vor etwa 7 Monaten Cannabis zu nehmen. Es gab mir das Leben zurück. Ich war schon am Verrecken und jetzt diese entsetzlichen Schmerzen weg, einfach weg. Ich bin ein völlig neuer Mensch. Unglaublich. Fast alle Patienten hier bekommen Cannabis, hier etwa in einem Schokopudding vermischt. Medizinisches Cannabis wird eingesetzt bei Entzündungen jeder Art, Arthritis, HIV, Parkinson, MS, Krebs, Psychotraumata und vieles mehr. Bei Patienten wie diesen, die kaum noch Nahrung zu sich nehmen konnten, brachte Cannabis den Appetit zurück. Imbal, als leitende Schwester dieses Altersheims, ist begeistert von den Ergebnissen. In der Geriatrie haben wir viele Patienten mit chronischen Krankheiten, die seit Jahren starke Medikamente mit heftigen Nebenwirkungen nahmen. Der große Vorteil, medizinisches Cannabis hat fast keine Nebenwirkungen. Es ermöglicht dem Körper zu gesunden, anstatt gegen die Medikamente erstmal ankämpfen zu müssen. Die Erfahrungen der letzten Jahre und eine genaue Protokollierung der Dosen führte zu einer immer größeren Sicherheit in der Anwendung. Wir kontaktierten anfangs Wissenschaftler wie Professor Galili, die Cannabis seit Jahren erforschen. Wir lernten die therapeutischen Wirkungen mit Hilfe von Statistiken zu kontrollieren. So konnten wir sehen, mit welchen Dosen sich der Erfolg einstellt. So lernten und lernen wir ständig dazu. Das Hadassah-Krankenhaus bei Jerusalem. Hier forscht Professor Galili, von der wir genaueres zur Wirkung von Marihuana erfahren wollen. Cannabis enthält 2 wesentliche Wirkstoffe. THC, das den Rauschzustand bewirkt, und CBD. Auf die Erforschung des Letzteren hat sich die Wissenschaftlerin in den letzten 15 Jahren spezialisiert. Man muss wissen, dass CBD ist absolut ungiftig und entzündungshemmend und nicht der Wirkstoff, der den Rauschzustand hervorruft. Man kann also CBD in kleinen und extrem hohen Dosen nehmen. Ihre Forschungsergebnisse zeigen, dass Cannabis oftmals Entzündungen besser bekämpft als herkömmliche Medikamente. Die Pharmaindustrie hat natürlich kein Interesse, dass sich Cannabis als Medikament durchsetzt. Man kann eine Pflanze nicht patentieren lassen. Und obendrein, Cannabis und selbst die synthetische Gewinnung von CBD sind wahnsinnig billig. Die Pharmaindustrie will ihnen aber Cortison und viele andere stinkteure Medikamente verkaufen. Dennoch wird in Israel Cannabis als Medikament immer populärer. Im ganzen Land gibt es Treibhäuser, die vor allem von der Gesellschaft Tikkun Olam, zu Deutsch Heilung der Welt, betrieben werden. Hier wird Marihuana mit verschiedenen Stärken von CBD und THC gezüchtet. Das alles unter Überwachung und Kontrolle des Gesundheitsministeriums. Wir besuchen einen Laden von Tikkun Olam mitten in Tel Aviv, streng bewacht vom staatlichen Sicherheitsdienst. Kranke kommen hierher, um gegen Rezept und Personalausweis ihre Ration für den Monat zu kaufen. Dass CBD entzündungshemmend und schmerzlindernd ist, wissen wir bereits.
Es gibt auch Fälle von Parkinson, wo das Zittern damit aufhörte. Doch auch der Wirkstoff THC, der den Rausch erzeugt, hilft vielen Menschen, vor allem Krebspatienten und solchen mit posttraumatischen Störungen. Nochmal zurück ins Altersheim des Kibbutz Na'an. Hier lebt der französische Holocaust-Überlebende Moshe Roth. Über 30 Jahre litt er an posttraumatischen Störungen, Schlaflosigkeit, Panikzustände, sogenannte Flashbacks in die entsetzliche Kindheit unter dem Hakenkreuz. Seit einem Jahr erhält er von Inbal Marihuana zum Rauchen. Ich ziehe meinen Hut vor Inbal, denn das Cannabis hat mich tatsächlich von meiner ewigen Qual, von meinen Albträumen und dem Holocaust befreit. Mit all diesen positiven Erfahrungswerten ist es fast verwunderlich, dass es auch in Israel noch Ärzte gibt, die Cannabis als Medikament ablehnen. Wir fragten Professor Galili, warum das so ist. Ich kann die Angst verstehen. Besonders die Cannabis-Extrakte haben verschiedene Komponenten, die noch nicht ganz erforscht sind. Und diese Ärzte haben Angst, dass die Patienten sie verklagen könnten. Falls es nicht zur gewünschten Wirkung oder zu Nebenwirkungen kommt, dann könnten sie sagen, das ist so, weil wir diese Extrakte genommen haben. Ortswechsel. Wir sind im Tel HaShomer Krankenhaus in Tel Aviv, im Kinderhospiz. Hier hinter diesen Türen liegen Kinder, die nur noch kurze Zeit zu leben haben. Krebs im letzten Stadium. Um ihnen die letzten Tage auf Erden zu erleichtern, bekommen sie Cannabisplätzchen. Etty, die für die Organisation Tikkun Olam arbeitet, backt sie jeden Tag in einer Küche in einer der Cannabis-Treibhäuser. Die Dosis, das Verteilen der Plätzchen läuft alles mit Genehmigung und Kontrolle der Ärzte. Diese Mutter, deren Sohn im Auge einen fast fußballgroßen Tumor hat und der vielleicht bei Ausstrahlung dieses Berichts bereits gestorben ist, ist Etty sehr dankbar. Mein Sohn hat dank der Plätzchen wieder Appetit. Wenn er keinen Hunger hat, nichts mehr essen kann, dann geben wir ihm ein, zwei Plätzchen und er bekommt so großen Appetit, dass er sogar nachts aufwacht und nach mir ruft: Mami, gib mir was zu essen. Und dann isst er richtig gut. Dadurch hält er länger durch. Gestern war es genauso. Ich kann also wirklich sagen, dass es ihm dank der Cannabisplätzchen unter den gegebenen Umständen besser geht. Helfen die Cookies auch gegen Schmerzen? Ja, das tun sie. Mittlerweile sind seine Schmerzen fast unermesslich, weil er im letzten Stadium ist. Er bekommt Cannabis und andere Medikamente, aber durch das Cannabis braucht er weniger Schmerzmittel als vorher. So wie Kinder Cannabis bekommen, verbessern sich deren Blutwerte und ihr Immunsystem wird stärker, sodass sie dann in der Lage sind, oftmals eine Chemotherapie zu machen. Denn solange die Werte schlecht sind, geht das ja nicht. Es gab sogar einige Fälle, wo wir die Kinder nur mit Cannabis behandelt haben und die Chemo wurde nicht mehr benötigt. Wir haben im Augenblick auch zwei Kinder, die zwei kleine Tumore haben. Sie bekamen Cannabis, um eine Chemotherapie zu machen, doch dann zeigten die Röntgenbilder, dass die Tumore verschwunden waren. Es kommt also offensichtlich auf den Zeitpunkt an, wann Cannabis gegeben wird. Und noch ein Fall. Jakob und sein Sohn Liav. Jakob selbst hatte vor 6 Jahren einen schlimmen Autounfall und sitzt seitdem im Rollstuhl. Jahrelang musste er Morphium gegen die Schmerzen nehmen. Inzwischen hat er es durch Cannabis ersetzt. Seitdem kann er normal leben. Das muss er auch. Denn sein Sohn Liav hatte einen Gehirntumor. Er wurde operiert und wird seitdem mit Cannabis behandelt. Liavs Zustand wurde immer schlimmer. Er wog nur 15 Kilo. Die Ärzte dachten, sie müssten ihn nochmal operieren. Nach der Gehirn-OP hatte er auch extreme Schmerzen. Er war völlig unterernährt, nur noch Haut und Knochen. Nach nur 3 Wochen Behandlung mit Cannabis wog er dann schon wieder 1,5 Kilo mehr. Kannst du dir das vorstellen, wie schlimm das für Eltern ist, zuzusehen, wie das eigene Kind dahin sieht? Cannabis hat ihm das Leben gerettet. Liav und Jakob haben die Monatsration nun erhalten. Sie fahren wieder heim, wo sie dank Cannabis ein halbwegs normales Leben führen können.